Die Orangerie, wenn Pflanzen kalte Füße bekommen. Ab dem 16. Jahrhundert kam es an den europäischen Fürstenhöfen in Mode, im Sommer in den Gartenanlagen Zitrusbäume, Granatapfel, Feigen, Lorbeer und Olivenbäume aus dem Mittelmeerraum aufzustellen. Da diese Pflanzen nicht winterfest waren, mussten sie im Winter in geschützten Gewächshäusern, sogenannten Orangerien, untergebracht werden. Eine solche Orangerie entstand 1780 als nördlicher Abschluss des Hofgartens der Residenz. Wie ein Gemälde aus der Zeit um 1810 zeigt, war das Gebäude schon damals zweistöckig und hatte neben dem zentralen Eingangspavillon rechts und links je einen Flügel. Im Zuge der Säkularisation konnte ein Privatmann das Anwesen erwerben. 1923 kaufte es die Stadt und richtete darin ein Obdachlosenasyl ein. Im Zuge der Wiederaufrüstung im Nationalsozialismus übereignete die Stadt Kempten 1935 die Orangerie und die anliegenden Grundstücke kostenlos an die Wehrmacht. Die wollte auf dem freien Areal eine Kaserne bauen. Nach dem Krieg beherbergte die Orangerie zunächst sogenannte Displaced Persons, bevor dann eine Jugendherberge untergebracht wurde. Nach der Renovierung im Jahr 1963 verlegte man die Stadtbücherei in die einstige Orangerie. Im ovalen Gartensaal im ersten Stock wurde ein Lesesaal eingerichtet. 1966 brannte der Westflügel und der Kuppelsaal aus. Etwa ein Drittel des Buchbestands wurde damals vernichtet.